Mein Name ist Stefanie Petersen. Ich bin Tierärztin für Groß- und Kleintiere, seit 20 Jahren hier auf der Insel Sylt und betreibe eine eigene Tierarztpraxis. Also unsere Schwerpunkte liegen hauptsächlich in der Kleintiermedizin, das heißt bei Hund und Katze. Und Behandlungen haben wir um die 40 bis 50 Patienten pro Tag. Ja, der Beruf des Tierarztes ist natürlich unheimlich vielseitig. Und was mir am meisten am Herzen liegt, ist eigentlich die Gesundheit der Tiere so lange wie möglich zu erhalten, weil wir ja doch die besten Freunde um uns haben, die mit uns durch dick und dünn gehen. Und das ist mir unheimlich wichtig. Der typische Sylter Patient, der bei uns in die Praxis kommt, das sind eigentlich die Hunde, die am Strand getobt haben, die zu viel Sand aufgenommen haben, die zu viel Salzwasser getrunken haben und nachher an Durchfall und Erbrechen leiden. Und die dann bei uns nachher auf dem Tisch sitzen, wo wir natürlich schnell erkennen müssen, ob so etwas sehr gefährlich ist oder wie wir sie weiter therapieren können. Bei uns ist es wichtig, dass wir gerade auf einer Insel nicht die Proben wegschicken müssen, die natürlich auch mal verloren gehen in der Post, sondern sofort Ergebnisse haben. Gerade bei Notfallpatienten ist das sehr wichtig, sofort zu wissen, wie wir handeln müssen. Bei uns in der Praxis benutzen wir hauptsächlich den VetScan VS2 für die klinische Chemie, den VetScan HM5 für die Hämatologie und auch für die Urinuntersuchung, den UA. Und wir führen ungefähr am Tag 7 bis 8 Analysen durch, in der Hauptsaison weitaus mehr und im Notdienst ist das natürlich unerlässlich. Wir haben uns für diese Geräte entschieden, weil sie für uns möglichst schnelle Ergebnisse liefern und auch sehr präzise Ergebnisse. Der klassische Patient, der bei uns in die Tierarztpraxis kommt, macht ein Altersprofil, ein geriatrisches Profil oder auch Blutuntersuchungen vor der Operation, ob die Organe alle in Ordnung sind. Wichtig sind auch unsere geriatrischen Profile, die vor allen Dingen die Organprofile beinhalten, wie Leber- und Nierenwerte, aber auch die Hämatologie, wie die Leukozyten und den Hämatokritwert, was halt unheimlich wichtig ist für unsere alten Patienten. Ich bin froh, dass wir diese Geräte haben, weil wir den Besitzern ein gutes Gefühl vermitteln können, möglichst schnell präzise Ergebnisse zu liefern.